Zurück aus der Hölle, aus dem heißesten und hintersten und finstersten Gewölbe. Ich sah den Tod, ich sah den Teufel, ich sah alles außer Liebe. Doch ich habe meine Seele noch und dann kam der Tiefe. Ich denke zurück an einen ganz normalen Tag, der unter ganz normalen Bedingungen ganz normal angefangen hat. Vor ein paar Jahren im Juni, ich glaub der 5. oder 6. Ein Tag wie jeder andere, ich war zu Hause und schrieb Texte. Ganz genau zur selben Zeit, eben nur auf anderen Ebenen. Sieht der Teufel auf die Lebenden und fragt seine Untergebenen. Wer ist der weise Junge, der dort so einsam denkt und den verscheuten Blick auf Furchtsam zur Erde senkt? Zwei Gestalten knieten sich vor Lucifers Ring. Ich will, bevor die Sonne sinkt, dass ihr den Knaben zu mir bringt. Bringt ihn mir jedoch, ohne ihm zu schaden. Sagt ihm, er ist eingeladen, ich hab ihm was zu fragen. Zurück in meinem Wohnzimmer, ich wollte gerade was lesen. Ich öffnete das Buch und aus ihm kamen zwei Wesen. Folge uns zu einem Besuch beim Fürst aller Toten. Wir kommen, um dich zu holen, wir sind des Teufels Boten. Djibouti ist zurück aus der Hölle, aus dem heißesten und hintersten und finstersten Gewölbe. Ich sah den Tod, ich sah den Teufel, ich sah alles außer Liebe. Doch ich habe meine Seele noch. Dann kam der Tief. Sollte ich jemals wieder in meinem Leben zurück in die Hölle gehen? Sollte ich jemals wieder in meinem Leben dem Teufel gegenüberstehen? Sollte ich jemals wieder in meinem Leben in Lucifers Augen sehen? Werde ich wieder nichts anderes tun, als seine Angebote ablehnen? Ich erinnere mich, am Anfang stand ich vor einer Wand, die sich wie von Geisterhand plötzlich zu öffnen begann. Und ich weiß doch, dann betrat ich einen endlos langen Gang, der eng und schmal und dunkel war und ewig lang. Statuen auf beiden Seiten führten mich in einen Saal. Es erhob sich eine Stimme vor mir, erschien ein Regal. Was jemals Böses angerichtet in Tat und Wort sich offenbart, was je gemacht und je gedichtet, doch für ewig aufbewahrt. Und ich weiß, dass du in deiner Welt das Wissen gut gebrauchen kannst, zum Schreiben deiner Texte, für deine lyrische Balance, dazu das ewige Leben und der endlose Genuss. Doch du musst wissen, dass du mir dann deine Seele verkaufen musst. Ich sagte, allwissend bin ich nicht, aber vieles ist mir bewusst. Und ich geb dir weder meine Seele noch das Herz in meiner Brust. Also pass auf, dass mein Gebet nicht dich und deine Schriften trifft. Ich brauche nichts von dem, denn was du weißt, wenn es ist. Djibouti ist zurück aus der Hölle, aus dem heißesten und hintersten und finstersten Gewölbe. Ich sah den Tod, ich sah den Teufel, ich sah alles außer Liebe. Doch ich habe meine Seele noch. Und dann kam der Tief. Sollte ich jemals wieder in meinem Leben zurück in die Hölle gehen? Sollte ich jemals wieder in meinem Leben dem Teufel gegenüberstehen? Sollte ich jemals wieder in meinem Leben in Lucifers Augen sehen? Werde ich wieder nichts anderes tun, als seine Angebote ablehnen? Fragte: Bist du Herr deiner Worte oder beherrschen sie dich? Du bist bestimmt das Erleuchtete zu sehen und nicht das Licht. Denk nach, ich wiederhole jetzt noch einmal mein Angebot: ewiges Leben oder ungewisser Tod. Ich sagte: Lucifer, ich werde sie dir nicht geben. Und ich weiß, dass du die Macht nicht hast, sie dir selbst zu nehmen. Und der Teufel, er war nicht zu halten, er schrie: Ich kann die Erde spalten mit über 1000 Jahre alten vernichtende Naturgewalt. Ich bot dir meine Hilfe an, dein Leben zu gestalten. Doch du, kleiner dummer Junge, willst deine Seele behalten. Ich sagte, du hast mich hierher gebeten, doch ich will nicht ewig leben. Jedenfalls nicht, um den Preis dir meine Seele zu geben. Mein einfacher Zweig ist dem Vogel lieber als ein goldener Käfig. Ich möchte frei und ungebunden sein und darum gehe ich. Alleine gehen könntest du nicht, jedoch ich lass dich gehen. Mit einem Lachen und der Gewissheit, dich wieder zu sehen. Sollte ich jemals wieder in meinem Leben zurück in die Hölle gehen? Sollte ich jemals wieder in meinem Leben dem Teufel gegenüberstehen? Sollte ich jemals wieder in meinem Leben in Lucifers Augen sehen? Werde ich wieder nichts anderes tun, als seine Angebote ablehnen. Djibouti ist zurück aus der Hölle, aus dem heißesten und hintersten und finstersten Gewölbe. Ich sah den Tod, ich sah den Teufel, ich sah alles außer Liebe. Doch ich habe meine Seele noch und dann kam der Tiefe.